Die nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Lindinger, bitte sehr. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Vizekanzler. Auch uns ist es ein großes Anliegen, dass ein österreichweites Konzept für Schwimmkurse für alle Menschen erarbeitet und auch dementsprechend umgesetzt wird. Zudem unterstützen wir die Durchführung von Sporttagen und Sportwochen in den Schulen, wobei man immer wieder den Wintersport als Skination Österreich berücksichtigen muss. Deshalb meine Frage, was unternehmen Sie gemeinsam mit dem Bildungsminister, dem organisierten Sport und der Wirtschaft, um noch mehr Schwung in die Schulsportwochen und Schulsporttage zu bringen? Tatsächlich gibt es da eine aktuelle Initiative. Ich gebe Ihnen vorab recht, es ist darauf zu achten und alle Fördermaßnahmen, die gehofft sind, wir arbeiten in diese Richtung, dass wir nämlich auch die Wintersportwoche weiter betreiben, aber natürlich auch die Sommersportwoche, da hat es ja gewisse aus logischen Gründen Verschiebungen gegeben. Wir wollen hier die Balance halten. Wie wird da gefördert? Vor allem mit zusätzlichen finanziellen Mitteln, was die soziale Teilhabe betrifft. Jedes Kind, alle Eltern, die das wollen, sollen das machen können. Deshalb zusätzliche Fördertöpfe gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und mit dem Bildungsministerium, beiden Institutionen, sei Dank. Auf einer anderen Ebene, nämlich was das Erleichtern, das zu organisieren für jene Lehrkräfte, die das tun, mache ich sagen, sich antun, da passiert gerade Großes, indem hier eine neue Plattform als One-Stop-Shop eingerichtet wird, bei der Sport Austria wieder einmal, danke auch dafür, und da kann man von Transport, Unterkunft, Equipment, Sportangebote, es gibt ja nicht nur das eine, in der Wintersportwoche gibt es mehr, Sommersport war schon bekannt, und bis hin zu Versicherungsangeboten, dass das alles auf einmal dort nicht unmittelbar gebucht werden kann, aber man hat alle Angebote vor sich und kann dann weiterklicken und das Menü selbst zusammenstellen. Also das wird eine große Erleichterung für jene, die da dankenswerterweise in den Schulen dran arbeiten.